Also an der Hochschule werde ich schon öfter zum Thema Flipped Classroom angesprochen. Ja, also wir an unserer Hochschule, ich bin an einer pädagogischen Hochschule, wir tauschen uns sowieso immer über Lehr-Lern-Methoden aus, über Bildungsszenarien, Lehr-Lern-Szenarien. Insofern sprechen wir auch oft über das Thema, inwiefern meine KollegInnen jetzt tatsächlich auch Flipped Classroom-Szenarien umsetzen, da habe ich keinen Überblick, weiß ich nicht. Aber in unserer Hochschule ist es so, dass sowieso alle das Thema Bildung und Lernen zum Gegenstand haben. Also sie reden alle über Lernen und über Bildung und über Lehren, glaube ich, dass an unserer Hochschule ohnehin eine große Vielfalt an Unterrichts- oder Lehrmethoden in den einzelnen Seminaren und Vorlesungen vorherrscht. Vielleicht eine größere Vielfalt als an anderen Hochschulen, sodass neben Flipped Classroom und Inverted Classroom auch ganz viele andere Methoden zum Einsatz kommen.